Hallo meine Lieben, willkommen zurück bei Let It Cook. Heute mal auf vielfachen Wunsch mache ich mal wieder ein Rindergulasch mit der neuen Technik und in der neuen Küche. Dafür brauchen wir ganzen Haufen Zwiebeln, die habe ich halbiert und in Ringe geschnitten, Pfeffer, bisschen Chili, Knoblauch, Rotwein, Rinderfond, eine Bio-Zitrone, Salz, Kümmel, süßen Paprika, geräucherten Paprika, leicht scharf, bisschen Koriandersaat, gemahlen, hier mein Lorbeerblatt, etwas Agavendicksaft, Tomatenmark und ein Stück Rinderschulter. Als erstes, ich habe heute eine ganze Rinderschulter gekauft. Das hat einfach den Vorteil, dass wir es selber zusammenschneiden können und ich mag das viel lieber, als wenn es der Metzger schneidet. Da werden die Stücke nämlich sehr ungleichmäßig groß. Ja. Und da gilt es jetzt zu beachten, immer wenn ihr sowas schneidet, dann schaut, dass ihr nicht zu große Silberhäute dran habt. Die hat mir der Metzger jetzt netterweise schon weggemacht. Da sind manchmal so Häutchen noch dran, die können dann etwas zäh bleiben. Prinzipiell gilt, wenn ihr ein Schmorfleisch habt, wie jetzt, oder wenn ihr ein Schmorgericht machen wollt, wie ein Gulasch, das ja relativ lange kocht, braucht das Fleisch relativ viel Bindegewebe. Das Bindegewebe löst sich bei einer längeren Kochzeit auf, ja, und es wird weich. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein normales Steak länger garen würdet, würde das sehr zäh werden und ein bindegewebereiches Fleisch wie eine Wade oder eine Schulter oder ähnliches, da wird es durch den langen Kochprozess eben weich und genau das wollen wir erreichen. Jetzt schneide ich das Fleisch erst einmal so in ungefähr so, ja, mal 3 bis 4 cm große Scheiben, ja, je nachdem wie groß ihr dann die Würfel später haben wollt. Ich schneide sie lieber immer ein bisschen größer, weil sie ja dann doch auch noch zusammenschrumpfen so ein bisschen. Ungefähr so. Das halbieren wir mal noch her. Und jetzt wird das Ganze hier gewürfelt. Einfach zweimal so runterschneiden. Und jetzt in ungefähr gleichmäßig große Würfelchen schneiden. Ihr seht ja schon, es geht nicht immer ganz so einfach. Aber es ist halt viel besser, wenn ihr das selber schneidet, weil der Metzger schneidet das irgendwie, ja, der nimmt halt auch ganz gerne Stücke her, die er sonst nicht mehr verkaufen kann und macht daraus Gulasch. Und deswegen macht es lieber selber, dann habt ihr ein bisschen größere und schönere Stücke. Ja, es ist natürlich auch so, wenn ihr viele kleine Stücke habt und große Stücke, dann sind die Garzeiten unterschiedlich. Das ist natürlich auch nur ein bisschen suboptimal, also am besten selber schneiden. Genau. Und beim Gulasch ist ungefähr immer die Maßgabe, man nimmt optisch so viel geschnittene Zwiebeln, wie ihr Fleisch habt. Ja, so circa von der Maßgabe her. Die Zwiebeln habe ich, um euch das Ganze zu ersparen, mal schon vorher selber geschält und geschnitten auf so einer Mandoline, beziehungsweise teilweise auch mit einem Messer, je nachdem wie groß sie waren. So, das schneiden wir jetzt hier noch schön runter. Zack. Dann als nächstes kann ich gleich noch die Knoblauchzehe schneiden. Die mag ich ganz gerne dabei haben. Es gibt einfach einen guten Geschmack. Einfach halbieren die Knoblauchzehe. Und weil wir die heute mitbraten, empfehle ich euch immer innen drinnen den Trieb rauszumachen. Weil das ist das, wonach ihr am meisten stinkt. Und es ist auch das, was vom Knoblauch am schwersten bekömmlich ist. Also hier drinnen einfach diesen kleinen Trieb rausgeben. Könnt ihr noch eine Brühe geben oder so zum Verkochen. Ich habe jetzt heute keine aufstehen, das wird jetzt mal ausnahmsweise weggegeben. So, das rausmachen. Und jetzt gehe ich immer her und schneide den Knoblauch so dreimal hier so ein, zwei, dreimal. Zack. So. Die Glocken läuten wieder. Und jetzt einfach hergehen, Finger zurücknehmen, Vorsicht, die Messer sind scharf. Ja, die könnt ihr übrigens unten drunter bestellen. Verlinke euch die mal unten drunter. Und jetzt einfach hier fein runterschneiden. Okay. Es wäre übrigens wahnsinnig lieb von euch, wenn ihr einen Kommentar da lasst und ein Like. Das wäre super, das hilft dem Kanal sehr viel. Ja, wir wollen ein paar mehr User kriegen. Wir müssen ein bisschen wachsen. Also seid so lieb, kommentiert fleißig und liked. Und erzählt euren Freunden von uns. Als erstes fangen wir an. Ich habe zum Beispiel bei meinem alten Gulasch immer den Fehler gemacht, das Fleisch angebraten. Ja, ich habe von einer Ungarin gelernt, dass man beim klassischen Gulasch das Fleisch nicht anbrät. Habe es mal ausprobiert und ich muss leider tatsächlich sagen, es wird ein Ticken zarter noch. Deswegen machen wir das heute mal so. Ich zeige euch das mal. Also wir geben jetzt erstmal hier ein bisschen neutrales Pflanzenfett in den Topf und da schwitze ich jetzt alle Zwiebeln an. Ja.
Und zu den Zwiebeln dazu tue ich jetzt gleich direkt ein bisschen Salz. Ordentliche Prise. Und dann kommt dazu, ihr könnt eine Prise Zucker nehmen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Agavendicksaft, weil ich gerade ein bisschen auf Zucker verzichte. Deswegen lasse ich den heute mal weg. Und mache einfach so ein paar Tropfen Zucker drauf. Das hilft uns einfach für einen ausgewogenen Geschmack. Und dieser Agavendicksaft ist halt auch sehr süß und deutlich gesünder. Jetzt lassen wir das ungefähr 2 bis 3 Minuten anbraten und dann können wir die Gewürze dazugeben. Jetzt seht ihr, jetzt sind die Zwiebeln wunderbar zusammengefallen. Jetzt können wir anfangen mit den Gewürzen. Ich gebe gleich den Knoblauch dazu. Beim Knoblauch ist nur wichtig, gebt den nicht zu früh dazu, dass er nicht verbrennt, ja, weil der wird sehr gerne bitter. Einfach hier jetzt den Knoblauch mit rein. Jetzt gebt mal rein süßes Paprikapulver, ordentlich viel, ja. Das kann schon richtig eine Prise sein. Dann habe ich jetzt hier ein geräuchertes Paprikapulver. Das ist was ganz was Tolles. Das gibt euch nämlich nochmal so ein bisschen so einen extra Geschmack rein. Ihr könnt aber auch scharfes nehmen, je nachdem, was ihr findet. Und jetzt gebe ich noch dazu, weil ich das ganz gerne mag, ein bisschen Schärfe. Ja, das ist Chili, müsst ihr nicht machen, je nachdem wie scharf ihr es haben wollt. Ich gebe mal noch eine ordentliche Prise dazu, weil bei mir darf es ruhig heute ein bisschen scharf sein. Ja. Jetzt lassen wir das kurz mitbrutzeln. Das hat am Anfang nach wahnsinnig viel Zwiebeln ausgeschaut, ja, weil das halt so ein Riesenberg war. Ihr seht ja jetzt, wie das alles zusammenfällt und die Zwiebeln sind im Prinzip der Grund, warum euch die Soße bindet. Ja. Das heißt, die lösten sich nachher in unseren ganzen Fonds und kochen fast komplett weg. Und das gibt uns dann die Bindung. Ja? Jetzt geben wir gleich das Tomatenmark dazu. Das hat ja sehr viel Säure, das Tomatenmark. Und die Säure wollen wir ein bisschen rauskochen. Deswegen lassen wir das jetzt ruhig hier gleich ein bisschen mitbraten. Ja? Ihr seht jetzt schon, jetzt fängt es schon richtig schön an zu brutzeln hier. Jetzt noch einmal richtig das Tomatenmark mitschwitzen lassen. Dann gleich ein bisschen Kümmel dazu. Ich habe schon gelernt, Kümmel mögen ganz viele von euch nicht so gerne. Ich bin ein sehr großer Kümmelfan, gerade bei so einem, ich sage jetzt mal, traditionell etwas schwereren Gericht. Ja, ist Kümmel sehr gut, weil Kümmel hilft euch sehr gut zu verdauen. Deswegen immer ein bisschen Kümmel dran, gerade bei den bayerischen Gerichten wird sehr oft Kümmel verwendet. Das hat auch den Hintergrund, dass es dann eben leichter verdaulich wird. Jetzt eine ganz kleine Prise Koriander. Das gehört normalerweise nicht dran. Ich mache es aber ganz gerne, weil es einfach so einen ganz besonderen Geschmack nochmal gibt. Das habe ich jetzt in letzter Zeit mal ausprobiert und das war immer sehr, sehr fein. Und jetzt, wenn es hier so ein bisschen angeschwitzt ist, dann können wir die ganze Soße jetzt schon ablöschen mit einem guten Schluck Rotwein. Ja, ihr könnt auch noch einen Schluck Portwein dazugeben. Ihr könnt auch eure Weißweinreste, alles, was ihr noch so findet. Ja, vielleicht habt ihr noch eine alte Brühe im Tiefkühler, die noch eingefroren ist. Die gebt ihr noch mit rein. Ja, ich habe hier zum Beispiel noch so eine alte gefrorene Rinderbrühe gefunden. Die kommt jetzt mit rein. Ihr könnt aber auch einen Fond kaufen, wenn ihr keins habt. Ja. So. Jetzt geben wir noch einen kleinen Schluck Wasser drauf. Okay. Jetzt kommt das Lorbeerblatt dazu. Einfach eins. Reicht völlig. Und ein bisschen Pfeffer. Und jetzt gebt ihr hier einfach das rohe Fleisch rein. Das wirkt jetzt echt ein bisschen komisch. Also ich fand es ein bisschen strange, wie ich es das erste Mal gemacht habe. Aber es ist halt klassisch ungarisch und die machen das nicht ohne Grund. Also es ist wirklich tatsächlich deutlich besser nochmal im Geschmack als mein erstes Gulasch, das ich gemacht habe. Muss ich leider gestehen, auch wenn es schwerfällt. Aber man lernt, ist ja nie zu alt, um auszulernen. So, jetzt rührt ihr das hier richtig schön durch, dass sich alles schön verteilen kann. Ihr seht jetzt schon, das ist jetzt genau so viel, dass das Fleisch ungefähr mit Soße bedeckt ist, also wirklich in der Flüssigkeit steht und so ist es genau richtig. Und jetzt gebt ihr den Deckel drauf und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr das langsam kocht. Ja, also nicht wie Wäsche kochen lassen, sondern in dem Moment, wo ihr merkt, es kocht auf, sucht euch bei eurem Herd eine Stufe, meistens ist es so 3 oder 4 ungefähr, beim Gasherd wahrscheinlich die kleinste Stufe, die es so gibt, und schaut, dass das ganz bisschen nur blubbert. Ich zeige euch das gleich, wenn meins aufgekocht hat, wie das ungefähr kochen muss, und dann könnt ihr das auch so zu Hause einstellen. Jetzt hat das Ganze aufgekocht, oder ihr seht es, glaube ich, ganz gut, dass es hier jetzt ganz leicht köchelt.
Jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen, denn wir wollen es jetzt ungefähr 2,5 Stunden köcheln lassen bei ganz, ganz niedriger Hitze. Wenn ihr jetzt einen Topfdeckel drauf macht, dann kocht es etwas mehr, als ihr das eingestellt habt. Ja? Das heißt, wenn ihr es jetzt so euch anschaut, die Einstellung, dann macht ein bisschen weniger, als ihr wirklich wollt, dass es nachher kocht, weil in dem Moment, wo ihr den Deckel drauf macht, geht die Hitze etwas hoch im Topf. Ja? Das heißt, so wie ich das gerade eingestellt habe, dass es nur so ganz, 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 ganz leicht zimmert. Und wenn ihr dann den Topf drauf macht, fängt es etwas mehr an zu kochen und dann ist es perfekt. Jetzt lassen wir das 2,5 bis 3 Stunden bei richtig, richtig leiser Hitze und langsamer Hitze schön vor sich hin köcheln. Je mehr ihr dem Gulasch Zeit gebt, desto zarter wird das Gulasch. Ihr dürft es nur nicht übergaren, weil sonst fällt es euch auseinander. Also es kommt auch immer ein bisschen auf die Fleischqualität an. Schaut vielleicht mal rein nach 2 Stunden. Schaut euch mal einen Würfel an. Nicht, dass sie zu zart und zu mürbe werden, weil sonst habt ihr dann danach nur noch so einen Fleischbrei. Das will auch keiner. Aber das, wie gesagt, das ist manchmal so ein bisschen so ein Qualitätsunterschied. Schaut euch das dann an. Ich lasse es jetzt mal auf jeden Fall mal mindestens 2 Stunden kochen, das ist das Mindeste. Und dann sehen wir uns gleich wieder, dann zeige ich es euch. So, meine Lieben, 2,5 Stunden später, das Fleisch ist jetzt butterzart geworden, es ist wirklich ein Traum. Ich zeige es euch hier mal. Klar, Gulasch sieht nie jetzt wirklich wahnsinnig schön aus. Es sieht immer so ein bisschen, ja, es ist halt so ein verkochtes Gericht, aber es schmeckt halt einfach wahnsinnig fein. Ich werde jetzt mal ein Stück probieren. Ich kriege heute Abend Gäste, deswegen richte ich es jetzt nicht extra an, weil ich will jetzt keine Portion verschwenden. Die Gäste kommen nachher. Deswegen probiere ich für euch einfach nur mal ein Stückchen. Und ich habe auch ehrlich gesagt gerade schon probiert und es ist butterzart und es schmeckt wahnsinnig lecker. Deswegen. Eine Sache habe ich noch vergessen. Und zwar, wenn ihr Fans von meinem alten Gulasch schon seid, wisst ihr das vielleicht. Ich gebe zum Gulasch immer ganz gerne eine ganz kleine Prise frische Zitronenschale dazu. Es gibt dem ganzen Gericht so einen frischen Kick. Das schmeckt total fantastisch. Es gibt auch Leute, die mögen das nicht. Habe ich auch schon ab und zu drunter gelesen, dass das dann irgendwie zu aromatisch für die wird. Ich persönlich mag es sehr gerne. Und deswegen einfach so ein bisschen Zitronenschale drüber reiben. Nicht zu viel. Ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht das Weiße erwischt, weil das Weiße wird sehr bitter. Ja? Und da einfach so ein bisschen was reinreiben und noch einmal mit aufkochen lassen. Und dann könnt ihr es auch schon servieren. Dazu passt jetzt zum Beispiel hervorragend ein Semmelknödel oder Spätzle könnt ihr dazu machen. Oder einen Serviettenknödel. Also da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachkochen. Wenn ihr so lieb seid, lasst doch einen Kommentar da. Liked fleißig, abonniert fleißig den Kanal, drückt auf die Glocke, erzählt euren Freunden, bla bla bla. Ihr kennt ja meine alte Leier schon. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen und ganz viel Spaß beim Content von Let It Cook. Macht es gut, meine Lieben. Bis bald. Ciao. Servus.